Hallo Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von We Are Screwed. Zusammen mit den beiden Felspalmern da. Hallo. Ja, beim letzten Mal Jo. hatten wir einen sehr anstrengenden Boss hinter uns, aber haben gelernt, dass die Autoscharfschützen wirklich ein Naja. Segen für die Seele sind. Also verhältnismäßig, es ging. Aber man muss auch sagen, die Pillen haben uns den Arsch gerettet. Ja, ohne die Pillen wären wir gestorben. Kai, such dir schon mal aus, welche Waffe du mitnehmen willst. Haben ja noch drei hier rumliegen. Sturmbecher. Bei denen das normale Geschütz willst du nicht haben. Ja. Das Level kann ich ja schon mal Silvester. aussuchen, während Kai sich seine Waffe überlegt. Heute geht's ins Kurzschlussgebiet Nummer 2. Da wird uns Schottschleuder empfohlen. Da hätten wir aber nur drei Plätze. Ich würde sagen, wir nehmen das hier mit. Zwar weniger Stauraum, aber wir können mehr Autodinger zum Beispiel platzieren. Und Laderaumgröße, Zanni ist ja eh durchgehend aktiv, macht dann ja kaum Unterschied. Ja. Dann kann ich, den Autoscharfschützen können wir ja sogar in die Mitte packen eigentlich. Welche Waffe möchtest du dir gerne mitnehmen? Noch. Vier Waffen haben wir zur Auswahl. Ich nehme mir auf jeden Fall schon mal den Scharfschützen in die Hand. Ach ja, wir haben beim letzten Mal auch einen neuen Charakter freigeschaltet. Muss jetzt. Ja, genau der da war's. Da war er gerade. Da! Den haben wir freigeschaltet. Ja, Der Mann in also. Grün. Ich gehe auf meinen verrückten Pinguin. Hundenmörser, ein Torpedo. Da oben ist ein Scharfschütze. Der sogar Flummi abprallt. Mörser. Ne, ein Scharfschütze reicht. Ich glaube, da nehme ich den Torpedo. Ja, damit kannst du ja auch gezielt aus der Entfernung kämpfen, ne? Richtig, dann haben wir was Explosives dabei. Naja, großartig andere Auswahl als Explosiv hatten wir irgendwie nicht. So, den Scharfschützen packe ich auf jeden Fall in die Mitte. Hätte aber gerne die Schrotflinte nochmal. Auf welcher Seite Oh möchtest du denn sitzen, Kai? Gott, stimmt, das war das Ding. Oh, ich mag die Türen hier nicht. Türen, Teleporter. Kann ich hier absolut nicht leiden. Ja, aber Ganz das ehrlich. Positive ist, Feuer kann ich überspringen. Ja. Aber Feuer war ja. Oh, das war ja Feuer nehmen, Okay, weil Kai hat sich wir seine Seite Feuer bleiben. ausgesucht. Um Gottes Willen, das sind ja die XXL-Raketen. Kannst du die steuern? Ja, kann er. Bitte nicht in uns reinsteuern. Ich Bitte. weiß es. Ah! Ich muss das Mutter! leider ausprobieren. Ein neuer Feind wurde gesichtet und der heißt Kai. Ja, definitiv. Er hat auch noch in den Teleporter reingesteuert. Mach mir nicht mehr Arbeit hier ohnehin, John. Das sagt das Kai nicht Unfassbar. mir. Ja, Torpedo. Torpedo macht Boom. Das musste Kai sagen, nicht mir. Ich Oh, wieder habe ein neuer Ge ein Notruf erhalten, im Feld in der Nähe. Wir sollten sofort darauf reagieren. Okay, hier ist ein Durch neuer die Charakter. Lokalen. Ich warte gerade erstmal, bis Kai auf seinem Posten ist. Wir sollten darauf reagieren, wie Chemikalien. Da oben muss es was anziehen. Ja, ich bin zu weit geflogen. Kai hat es noch rechtzeitig gemerkt. Pff, habt ihr gesehen? Seht ihr, wie groß das Geschütz einfach ist von dem Laser? Ist da oben irgendwas? Nur der Tod, okay. Reinfliegen können zum Gucken. Ja, nicht, wenn das so eng ist mit deinen Raketen. Ne. Okay, Ausgang gefunden. Wie sieht Ausgang ist aus? hier oben. Wir brauchen noch so, vorerst den Schlüssel. Zum Glück jedest du die auch gut weg. Das Ding ein Knockback auf die Gegner. Genau, Wie schnell Scharfschützen kommst du machen. um das Schiff herum eigentlich? Ich finde, in der Mitte steht der Scharfschütze wirklich am besten, weil er in alle Richtungen gut aimen kann. Oh Gott. Ja, dass da ein schwarzes Loch ist, ist nicht gerade praktisch. Den hast du gut in die Luft gejagt. Genau in den Laser gejietet.
Ich wollte hier rechts gucken, aber da war das schwarze Loch. Nein, 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 nicht auf der Enge. Vergiss es. Schaffen wir. Also, Schaffen also wenn es ein großer Raum ist, wo ich auch gut weglaufen kann, ja, aber nicht, wenn es so ein Enge ist. Ja, da sterben wir doch nur. wir. In Kai habe ich Vertrauen. Aber ich glaube nicht, dass du rechtzeitig rüberkommst. Ja, mit dem Teleport haben wahrscheinlich nicht. Der da hat einen Flammenwerfer! Meiner. Habe ich kaputt gerammt. Und au, Kai! Wer mir meine Gegner klaut, kriegt den Schuss, hat der für die Gegner geheilt. Wie war das mit Vertraue mir und Kai? Vertraue mir. Niemals. Aus welcher Hölle kam der jetzt? Von hinten. Ich glaube nicht, dass da irgendwas Sinnvolles für uns drin ist. Und der Autoscharfschütze macht auch das Ding auf. Ich will da rein. Da ist doch nichts. Da ist nur das da. Da ist Käse. Da. Ich hab auch kein Glück, ne? Dann lass Kai machen. Er ist doch Glück in Person. Bring's ihm vorbei, dann nutzt er's. Die Map sagt Käse. Ja, das hat mich auch überzeugt, umzudrehen. Das ist eine ganze Menge Käse. Ich habe gerade Angst. Ist alles gut. Hier ist mir zu eng. Ich kriege hier Platzangst. Ach, ist das entspannend, hier die ganze Zeit nur zu steuern. Im Übrigen, das mit den Steuern mache extra ich, weil ich den wenigsten Leck habe. Also, deswegen mache ich das. Diese Statue ist nett für menschliche Verhältnisse, aber ihr fehlen Teile. Finde sie, um die Statue wieder aufzubauen. Diesen Schlüssel können wir im Moment nicht erreichen. Wir sollten uns auf die Teile für die Statue konzentrieren. Okay, auch mal neu. Wir müssen eine Statue zusammenbasteln. Anscheinend. Frage ist, wo sind die Teile? Und die werden uns offenbar angezeigt. Oh nee. Ach so, ja, stimmt, hast recht. Der hat ein Schild. Jetzt nicht mehr. Der da oben ist die potenziell größere Gefahr. Nee, 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 nee. Oh, da ist eine Kiste drin. Die ist aber, glaube ich, auf der Seite tatsächlich. Da war das Statuenteil. Ja, die Kiste liegt toll. Darf man das mal kurz so erwähnen? Lag genau hinter der Wolke. Kai, du hast ein. Ach, Kai, ein Zani, du hast einen Job. Ja, ich merk's. Es tut mir leid, das lag halt genau hinter der Elektrowolke. Du machst meinen Job nicht einfacher. Gern geschehen. Ich hasse dich. Gern geschehen. Der Laderaum ist voll. Oh, guck mal, warte, nein, bring's Nein, Kai, bring's bleib Kai. hier. Hab was für dich. Kai ist unser Lacker. Wenn er das öffnet, kommen da 1000 raus. Okay, ich Ja, hab ich nichts kann mich gesagt. selber anlöschen. Aber immerhin hat sie den Feuerlöscher direkt neben mir. Mein Glück hat mich nicht komplett verlassen.
Du bist doch unser Luckking! Schnell weg mit dem Schickenrater, bevor irgendwer daneben steht. Warum schießt der eigentlich nicht da drauf, auf der Auto? Weil der gerade ausgeschaltet war, jetzt ist er wieder an. Ich hab den gerade wieder angemacht, weil der wegen dem Stromausfall wurde da ausgeschaltet. Ach nö, der Stromausfall kann uns auch da behindern? Mir gefällt gerade irgendwie die Gesamtsituation nicht. Danke fürs Weg öffnen, Kai. Los, Hanni, jetzt kommt wieder der Robo. Ich deduziere, dass das jemand Wichtiges war. Ich habe Belohnungen entdeckt. Belohnungen sind gut. Fällt mir aber so gar nicht, wie das hier rundherum aussah. Nee, mir auch nicht. Wir haben den Schlüssel, ne? Also weg. Ich wollte gerade mal auch sagen, kann die Kamera mal endlich wieder reinzoomen? Danke. Verstärktes Fenster. Was macht das verstärkte Fenster? Ich guck's mir sofort an, lass ich nur kurz die Pillen wegschmeißen, dass die hier ein bisschen auf dem Weg sind. Macht deine Fenster unzerbrechlich, aber wir haben sie sich nicht mehr öffnen. Ja, wer will denn schon Fenster öffnen, Bruder? Kannst du auf Kaiser sitzen, der hat da eh nichts, was er sonst, glaube ich, nutzen will. Ich dachte, ich hätte jetzt eine Waffe bei Kai drüben gemacht, dann muss Kai nicht immer hier rüberlatschen, wenn er die Waffe wechseln will. Auch gut. Ja, dann sind die Fenster wenigstens durchgehend zu. Geil, dann brauche ich mich darum nicht mehr kümmern. Ja, das ist ein Segen. Dann brauche ich davor keine Angst haben, dass die Pillen rausgesaugt werden. Ja, jetzt kann... Ja, das Ding bleibt drin. Safe. Da oben neben dem Portal ist tatsächlich noch eine Kiste zu mitnehmen. Ist vor allem auch nicht deine Entscheidung, ob das Ding, was mit meinem Fenster unterbrechlich macht, drin bleibt oder nicht. Das ist meine. Danke, danke für das Gespräch. Alles, was dir deinen Job leichter macht, ne? Ja. Kaufen. Magst du einmal kurz öffnen da gleich? Weg von denen. Bist du? Je schlechter das Schiff, desto höher der Schaden. Warum nicht? Kannst du rechts auch hinpacken? Ne. Ich liebe die Hintergrundmusik. Der Bass. Oh nein, Bass liegt hier. Warte mal, waren da nicht eigentlich irgendwas mit Gestrandeten? Bei der letzten? Ich schon. Ich hab da nichts gesehen. Oh, ja, das wäre wahrscheinlich das Fragezeichen gewesen. Vielleicht war der... Ja, wahrscheinlich. Aber waren wir nicht dabei, dass das ein Challenge Room ist? Oh, Katzencasino. Ja, das war aber wahrscheinlich. Also, der Challenge-Room war dann wahrscheinlich auch das andere. Irgendwer kann schon mal die Kisten absammeln. Ist das Simon Says? Ja. Blau. Blau, blau. Nee, blau, rot. Ich hab aufgepasst, ich hab nur blau gesehen. Blau, rot, blau. Ich kümmere mich hier drum. Gewonnen! Was haben wir bekommen? Triebwerk. Oh. Danke! Ist gekauft! Das macht mir meinen Job erheblich leichter. Wollen wir nochmal? Oder nicht? Gelb. Gelb, blau. Gelb, blau, grün. Teamwork. Noch ein Triebwerk. Steckt das? Wahrscheinlich. Ja, darauf. Ah, wir können es nicht mehr mitnehmen. No! Können wir es so mitnehmen? Ich probiere es aus. Ja. Ja, geht. Okay. Ist dann mir egal, ob du das haben willst oder nicht, Kai, das kommt dahin.
Ah, endlich wendig! Oh, scheiße, da ist was! Wendig und er fährt trotzdem noch in den Stromstoß. Ich dachte, da könnte man durch! Nee, können wir gerade noch nicht kaufen. Lass mich einfach die Kissen verkaufen, dann könnte es funktionieren. Fahr doch erstmal weg! Bin ich doch! Bin ich doch, weiß gar nicht, was du hast! Abfackler! Na, reicht nicht ganz. Doch, reicht! Guck mir beim Übergang, ob irgendwas das wert wäre, das gegen noch mehr Wendigkeit einzutauschen. Ja, ich kann es einfach da stehen lassen. Ich brauche keine Angst davor haben, dass du mein Fenster. Da ist noch irgendein Booster gerade reingekommen übrigens. Ich sehe es, ich sehe es. Kompromiss erhöht verursachten Schaden, aber auch den erlittenen Schaden. Nein. Hättest du jetzt ja gesagt, hätte ich es reingeschmissen. Nee, das macht mir nur wieder mehr Arbeit. Das will ich nicht. Gegner one-shotten! Er hat nicht unrecht! Ja, aber Kenneths Meinung ist mir gerade egal. Casino. Nee, das ist normaler Raum. Was ist das? Ja, Das ist ein Autoscharfschütze. Autoscharfschütze? Autoscharfschütze. Autoscharfschütze. Noch eine Pille. Was nehmen wir denn für den Autoscharfschützen weg? Also erst mit den Fenstern auf keinen Fall. Nee, definitiv nicht. Das erleichtert mir so viel meine Arbeit. Berserker kann weg. Wahrscheinlich, ich wollte sagen, das wäre wahrscheinlich das erste. Berserker weg und dann kann ruhig das zweite davon weg. Warte mal, ist das überhaupt das, was ich... Ist das überhaupt... Das ist nee, warte, das andere meine ich. Ist das überhaupt Triebwerk? Nee, das ist nicht mal Triebwerk, was ich da reingepackt habe. Gut, dass ich noch geguckt habe. Ich mache gerade kurz Sunnys Job. Ja, ja. Ich will eigentlich nur das Alternativding da reinpacken. Siehst du, ich hatte noch nicht die bessere Wendigkeit, Kai. Jetzt habe ich die bessere Wendigkeit. Dann bewegt dein wendigen Arsch aus dem Feuerstrahl. Touché! Also von besserer Wendigkeit merke ich jetzt nicht unbedingt was. Also wir drehen ein bisschen schneller, aber das war's doch schon. Kai, du stehst gleich unter Feuer. Genau, verstärktes Fenster. Aber die Geschwindigkeit merke ich allemal. Aber die Wendigkeit nicht. Aber ich wollte erst warten, bis du nochmal aufschießt. Hier ist der Ausgang. Ich nehme mal den Berserker raus, ne? Ja, den Berserker kannst du ruhig rausschmeißen für den zweiten Scharfschützen. Oh, Gold. Sunny, wir haben Gold gefunden zum Reinschmeißen für Schrotti. Ich hätte gerne einen Roboter-Kumpan. Pilz? Danke. In diesen fetten Pilzen sind diese blauen Kugeln drin. Den nicht, bitte. Den nicht, den nicht. Okay, in diesen Klumpen ist immer Gold. Was passiert, wenn ich da reinfahre? Ah, okay, dann schießt da einmal was. So, Kai sollte es wieder schießen können. Hat er? Der da hat den Schlüssel. Jetzt nicht mehr. Da fahre ich nicht rein, da ist eine Wolke und dieses automatische Ding, dass man eh nicht kaputt schießen kann. Oh, Sunny kann eine Kiste öffnen. Wollen wir nochmal zu den Cuts und noch mehr Triebwerke holen? Wie, da spuckt der Gegner aus. Gegner mit Schilden! Nein, danke. Autogeschütz.
Also wenn es ein Scharfschütze ist, ja, ein normales Geschütz, nein, danke. Warum hast du mir eine Pille jetzt direkt vor den Sitz gelegt? Hab ich nicht. Weil du sie mitgenommen hast. Also du was ich wollte schon sagen, yeah. Ich hab die, ich hatte keine mehr. Du hast die vor dir hergeschoben. Ja. Ich hab dir auf jeden Fall nichts dahingelegt. Kai, bitte nicht. Kai? Ich glaube, die Versuchung war da. Nein. Okay, hier oben links ist Ausgang. Kai, ich bring dir was. Kannst wieder dein Glück versuchen. Du hast das meiste Lack von uns. Expresslieferung. Expresslieferung? Ach, wahrscheinlich irgendein Booster. Ah, hier, das ist der ganze Stuff. Kommt der gerade schneller durch? Oder was ist da los? Der ist jetzt wahrscheinlich neu gekommen, weil wir haben ja nichts aufgehoben. Das ist schon wieder so eine richtig fette Kiste. Ja! Ich glaube, das ist eine geile Idee. Aber dafür musst du... Opfer das Triebwerk. Ich finde das jetzt nicht so extrem krass. Also klar, ich bin dadurch schneller, aber ansonsten merke ich davon nichts. Kampferreflex aufgebaut. Und das Ganze mit einer Schrotflinte kombiniert, das wäre witzig. Oh, na toll. Wie macht man das auf? Kai, du kannst auch jetzt gezielter treffen. Versuch mal genau diesen komischen Pinüppel da zu treffen. Das ist schon wieder so ein Schild, Heini. Ich stehe unter Strom. Ich bin dabei. Ich kann Sunny, Pille! Machen. Pille! Ich bin dabei. Da kamen wir nicht weg. Ich habe alle Pillen reingefüttert, aber es hat nichts gebracht. Ja, man kam da auch nicht weg. Die Ecke ist tot. Moment, das ist gerade nicht passiert. Die Zukunft wird in die Vergangenheit. Ja, danke dafür. Wie kommt man da rein? Nein, ich wollte es nicht triggern. What have you done? Ich wollte nicht. Okay, ist nur eine Gegnerwelle mit 5 Gegnern. Das ist im möglichen Bereich. Das ist im möglichen Bereich. Ich versuche einfach nur von den Wänden wegzubleiben. Irgendwo ist noch ein Geschütz. Ich gehe ein bisschen näher, damit Kai treffen kann. So, wo ist der letzte? Da oben, oben. Kriegst du das Ding so gedeichselt, dass es da oben hinkommt, oder muss ich ja wirklich durch? Triffst du ihn? Ich will da nicht hin, weil da so eng ist. Viel näher kann ich nicht. Nee, das wird nichts, glaube ich. Oh. Adin. Okay. Schnell durch, bevor es schießen kann. Ich wollte da nicht rein. Ich wollte nur zu dem Käse, aber dabei habe ich es allein schon getriggert. Mehr Käse. Ja, aber wow. Jetzt ist das gute Ding weg. Da oben ist noch nichts. Wow. Unsere Belohnung, ein Reifen. Da war Käse auch mit drin. Echt? Okay. Ja, da war reichlich Käse drin. Dann ist ja gut. Du hast eine Kiste, vielleicht ist da ja was Gutes drin. Der Booster von gerade eben. Da sind 2 Kisten. Okay, der wurde aus dem Leben genommen. Der hat deine Rakete und instant gleichzeitig die Laser bekommen. Der wurde vaporisiert. Der wurde nicht nur vaporisiert, der wurde atomisiert. Wir wissen, was da rausgekommen ist.
Flummi Scharfschütze. Kai, kannst du es gebrauchen? Obwohl, lass aufheben für Boss. Damit. Ja, heben mal auf. Stell ich mal bei mir oben in die Ecke. Ja, der Mörser hat leider nicht so eine große Reichweite, sonst wäre der Mörser auch nicht verkehrt. Aber das ist kein Mörser, das ist ein Raketenwerfer. Oder Torpedo oder wie auch immer. Ich habe übrigens alles reingeschmissen, was drin war. Da ist doch jetzt wieder eine Challenge. Also in die Challenge gehe ich auf keinen Fall rein. Ey, guckt euch die Enge da mal an. Da werden wir doch nur wieder gesandwiched. Der droppt safe was. Oder? Ne, der hat nichts gedroppt tatsächlich. Was ist denn hier schon wieder? Ach, hier ist der Shop. Okay, dann warte. Dann sammeln wir erstmal ein bisschen Geld zusammen. Und so gut es geht. Weil man kann ja nur einmal bei dem kaufen. Okay, Ausgang wurde gefunden. Käse wurde gefunden. Entschuldigung, die Laser haben den Gegner außer Gefecht gesetzt, den ich eigentlich wegjäten wollte. Ja, aber du musst mich doch nicht dafür bestrafen. Ich habe zu spät realisiert, dass der nicht mehr da ist. Ich dachte, der wäre hinter uns. Kommt auf einmal eine Rakete von unten. Der mittlere Scharfschütze ist geradeaus. Durch Stromausfall. Boah, Stromausfall ist so ziemlich das Nervigste, was existiert, ne? True. Ich erinnere mich noch an dieses Pilzgebiet. Das ist ja dagegen lachhaft. Wir haben uns über die Grütze beschwert. Der Stromausfall, der ist so extremst nervig. Ich hab da drin Käse gesehen, den habe ich mir nicht eingebildet. Das. Nicht abschießen, bitte! Ja, genau deswegen. Weiß nicht. Wer denn sonst? Der Autolaser. Achso. Stimmt, den gibt's ja auch noch. Möchte dem bitte einmal. Danke. Nee, macht euer. Achso, das Geschütz ist kaputt. Hey, da unten ist was zum Weggieten. Ja, das ist auch ein guter Weg hier raus. Boah, mach das weg! Mach das bloß weg! Da kam noch einer! Da kam ein 31er! Ist der Käse außen oder innen? Der ist innen, oder? Ja, der ist innen. Ah, ja. Eine Runde Kreisverkehr. Erstmal die Säbeltypen weg. Wir sollten eigentlich gleich gut Geld haben für den Laden. Wenn noch was übrig ist, können wir uns die Kiste noch gönnen. Sag mal, ihr seid Scharfschützen. Könnt ihr mal Aim haben, bitte? Danke. Komm leider direkt aus der Imperialen Akademie. Das ist sogar noch mehr Käse. Aber ich habe ihn mir nicht eingebildet. Ja, danke. Mach ihn fertig. Gibt aber auch einen guten Grund, warum die Sturmtruppler kein Aim haben. Die sehen so gar nichts in den Helm. Und es wurde ihm wohl von Vader befohlen, tatsächlich. Also, zumindest auf der Tente 4 sollten sie nicht treffen. Soweit ich das mitbekommen habe. Keine Ahnung, lore-technisch kenne ich mich nicht aus. Ich weiß nur, was die. Weiß nur, Kai! Was der Bildner gesagt hat. Kai! Das war deine Rakete, die uns getroffen hat. Entschuldigung, das Riesending ist schwerer zu kontrollieren, als man denken mag. Hast du schon alles verkauft? Soweit, hier sind jetzt wieder zwei neue Dinger. Okay, kann rein. Also lore-technisch ist es tatsächlich so, dass Vader den zumindest auf der Tente 4 gesagt hat, dass sie die Rebellen entkommen lassen sollen, eben damit er die Rebellen findet. Sternensprenger?
Der Sternsprenger interessiert mich. Feuert schneller Laserpfeile. Kai? Willst du Laserpfeile haben? Ja. Hast du da? Nein! Ich wollte ihn outplayen! Ich wollte ihn outplayen und wurde outplayed. Ich dachte, der hätte es geklaut. Das war ein Versuch wert. Ich mach den Motor weg. Dann hat Kai jetzt einen Laser. Wollen wir noch die. Also damit können wir auch den Challenge nur machen. Das macht also gar keinen Schaden. Doch, über Zeiten würde ich sagen, macht das schon gut Schaden. Ich halte den Challenge schon trotzdem für keine gute Idee. Ich würde da nicht so gerne rein. Weil guckt euch das mal von der Karte allein schon an. Es gibt nur einen Ausgang und bedenkt immer, was für ein minimaler Kreis da drumherum ist. Du also, kannst raus. Wir haben relativ viel Platz, weil du weit rausfahren kannst. Wir werden das so bereuen. Ich weiß jetzt schon. Es sind zwei Gegnerwellen. Komm, als ob wir jetzt mit zwei Gegnern überfordert wären. Wird der Kreis kleiner? Nein. Bitte auf den da zuerst, danke. Ja, wir waren überfordert. Also wirklich, das war jetzt nicht. Wie kacke steht denn die Kiste? Hast du es? Ja. Also die haben auf jeden Fall auch ordentlich Range. Bling. Ich würde die. Wir haben nur Schrott daraus bekommen aus der. Aus dem Challenge Room. Warte mal, ich fahr mal unten gegen. Das war ja so richtig stark in der Wand eigentlich gerade reingebackt. Vielleicht hängt das irgendwie unten in der Wand, man sieht es nicht. Ja, es war ja eigentlich eine Challenge Room Kiste. Nee. Also da kam jetzt auch nichts. Na gut, dann auf ins nächste Gebiet. Jetzt 55 zusammen zu farmen, nur um die Kiste zu kriegen, das würde ewig dauern. Gibt's irgendwas zu tun? Nö. Noch eine Sache gibt's zu tun. Ich hab den. Er hat den Schraubenschlüssel geklaut. Ja, und danach nicht dann will das Boss-Level. Juhu! Um Gottes Willen, viel zum Erkunden. Mhm. Ich gehe in die Gatling. Er hat seinen Spaß. Ich habe immer Spaß, wenn ich irgendwas. Und das Ding hat Notback. Bitte nicht abschießen, bitte nicht abschießen. Sag das den Lasern. Ich spreche Chinesisch. Da ist wieder so eine Kiste drin. Nee, da ist ein Gestrandeter. Ich suche gerade den Weg rein, da ist zu eng. Zur Not fahre ich durch die Wolke. Zur Not. Ich sehe ein Raumschiff. Wir kriegen da was. Och Mann! Hast aber genug Platz, um dran vorbeizufahren. Genau, da kannst du easy drum vorbei. Ein neues Schiff! Ich habe ein unbemanntes Raumschiff entdeckt. Das ist auch wieder so eine Challenge, ne? Was ist denn das für ein Ding? Oh, Systeme sind deaktiviert. Ich will testen, ob das Schiff zu retten ist. Guck mal! Laufbänder! Sieht sehr interessant aus. Oh! Also man kommt schnell hier zwar hin und her. Du hast nicht vorgelesen übrigens. Wo sind denn die Werkzeuge überhaupt? Hier unten ist der Feuerlöscher. Ich kümmere mich gerade ums Feuer. Ich hab den Schraubenschlüssel. Dann nehme ich den Besen. Kümmere dich lieber um die Gegenstände.
Ich glaube, Boden ist bei in so einer Challenge gar nicht wichtig. Ist es auch nicht. Wo sind denn die Gegenstände? In dem Ding noch drin. Ach so, ich bin doof. Ja. Warte mal, können wir die nicht einfach... Können die einfach aufs Laufband schmeißen? Ich gehe rüber und... leg rein. Oh. Ich habe die Tür aus Versehen geöffnet. Ja, ich hab's bemerkt. Komm aber wieder. Hey! Ich glaube aber nicht, dass ich das Schiff nehmen will, wenn es nur zwei Steckplätze hat und so komisch aufgebaut ist. Ich finde es ganz witzig. Ich finde zwar auch witzig, aber... Ja, Kai, du zuerst. Nee, ich glaube, das hat doch keinen Zweck, wenn wir zu dritt in diesem Zweierschiff rumeiern. I mean, theoretisch können wir das machen, wie wir die ganze Zeit machen. Wir haben einen, der schießt, so ganz theoretisch so ein Autoding nehmen und das normales Schiff und das war's. Aber es wird wahrscheinlich ein sehr schnelles und wendiges Schiff sein. Wahrscheinlich. Gut gemacht, Crew, ihr habt mich gut unterstützt. Ich schicke das Schiff jetzt zurück zur Station. Kreuz- und Querschiff. Das Kreuz- und Querschiff sieht in seiner Ausstattung aus wie ein normales Schiff. In Wirklichkeit aber ist es sehr ungewöhnlich. Die Türen zum Pilotenraum gehen nur in eine Richtung auf. Und es gibt Laufbänder, die eine schnelle Beförderung zwischen Laderaum und Schrottung ermöglichen. Also das mit dem Laufband finde ich mega cool. Das mit dem Laufband ist auch cool, aber ich finde trotzdem, dass es zu wenig Steckplätze hat. Ja, obwohl, vielleicht wurden uns nur zwei angezeigt von mehreren, die es eigentlich gibt. Bezweifle ich, um ehrlich zu sein. Ach, komm schon! Ich hasse Feuer, ich will wieder einen Löschi haben. Es gab einen Löschi, aber den haben wir nicht mitgenommen. Ja, weil irgendwer eine andere Waffe haben wollte. Peng. Peng, peng. Mann, hat das Ding Rückstoß. Schnellfeuer-Rückstoß. Ich wollte gerade sagen, schieße auf. Danke. Was ist denn da schon wieder für eine fette Kiste? Geil, lass mich doch da rein! Dafür müssen wir einen speziellen Schlüssel finden. Und du sagst, das Ding hat keinen Rückstoß. Ich komm keinen Meter weit. Wenn er einmal in dieselbe Richtung schießt, in die ich fahren will, ich komm keinen Meter weit. Ich bin... Euer Rückstoß. Danke, Laser. Und die Scharfschützenregeln. Ich sehe halt immer nur diesen Doppellaser und dann den Gegner sterben. Weil er immer im Brennpunkt steht. Ach komm schon. Vor allem auf genau der gegenüberliegenden Seite vom Feuerlöscher, ne? Ja. Oh, da muss doch was Leckeres drin sein. Da war Gold drin! Und irgendein Modul. Warte mal, hier kann ich dir ruhig helfen, hier gibt's eh nur eine Richtung. Wie wichtig ist das? Es geht, glaube ich. Also, ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ach, da oben kannst du die Wand aufmachen. Kai, brauchst du deinen Mörser überhaupt noch? Ja, wir brauchen ja irgendwas, um aufspringen zu können. Und das können wir zur Not doch immer wieder ab und anbauen, oder? Den Mörser. Ja, aber wenn du das Ding einmal aufgestellt hast, dann bei der ersten Abmache ist es auch wieder weg. Ja, da war ja was. Booster sind nicht wie Waffen. Hier ist auch nochmal eine Kiste zum Aufmachen. Ade.
So, Johnny, Johnny, Sunny kriegt jetzt. Oh, das werden drei Wellen! Oh, das wird eine Time-Prüfung. Ja, viel Spaß, Kai. Ich glaube, der Kreisetyp hat nicht mal mitgezählt. Glaube ich, jetzt hier drin zählt alles. Es läuft über Zeit. Sunny, mach mal, dass der Scharfschütze wieder schießen kann. Ich habe Sunny kurz unten geholfen. Ja, das war ein bisschen sehr viel. Okay, wir haben es geschafft. Alles ist dabei in die Luft geflogen. Es war knapp, haben viele Pillen verloren, aber passt. Haben drei Kisten dafür gewonnen. Ja, worth it. Bei der ersten nicht. Bei der zweiten war Käse drin. Da war, da ist irgendein Modul drin. Stabilisator, bitte sehr, Oma. Der Rückschuss deiner Waffe ist weg. Dann kann er vernünftig fliegen. Aber dafür müsste was weg. Kann man beim Boss rein tun, dann nehmen wir da dann das Fenster dann wieder. Beim Boss. Beim Boss ist es dann eh egal. Ja, oder die Mörser aus dann beim Boss. Du willst ja eh nicht allzu nah an den Boss ran, je nachdem, was das für einer ist. Da unten noch gucken und dann Schlüssel holen. Die Kiste ganz oben können wir auch noch öffnen. Was hast du? Hast du das Bubble-Ding gerade kaputt gemacht? Ja, ich wollte eigentlich die Wand wieder reparieren. Dass die Dinger lagen aber im Weg. Da muss wohl jemand putzen gehen. Ah, so entspannt. Ich weiß gar nicht, was Honey für einen Stress macht. Ist doch der entspannteste Arbeitstag aller Zeiten. Gleich darfst du reparieren. Da ist nochmal ein Goldbatzen. Und ich fahre entspannt durch die Galaxis. Entspannter Arbeitstag, ich glaube. Willst du mich verarschen, wo der Schlüssel dran hängt? Alter, es wird so ein Segen, wenn Kai keinen Rückschuss mehr verursacht. Die eine Pille liegt komisch. Warum? Ja, guck dir die ganz rechts da mal an. Die habe ich ja gar nicht gesehen. So, wir sind jetzt eh beim Boss. Ich hau jetzt das mit dem Fenster weg. Weil ist nicht schlimm, wenn die in den Weltraum gesogen werden. Ach, guck mal, das wurde jetzt nicht weggemacht. Ja, weil der Stabilisator bei dem Boss wesentlich praktischer ist, ja, als das mit dem Fenster. Dann habe ich wenigstens keinen Rückschuss mehr. Ja, okay, legitim. So, rein da. Ja, du bist es, der fehlt. Ich bin auf dem Weg. Mimikry. Das klingt schon so nett. Zur Not kannst du Kalten der einen oder anderen Sekunde auch unterstützen. Ach, ist das angenehm, kein Rückschuss mehr. Endlich, ich kann anständig fahren. Ich kann anständig fahren. Wir sind eingeschlossen. Ich frage mich, welche Bedrohung uns hier erwartet. Mir gefällt nicht, wie dünn das hier ist. Ach, sind nur Gegnerwellen. Es sieht aus wie wir? Schon unangenehm, wenn man seinem Doppelgänger begegnet. Um Gottes Willen. Oh boy. Hat er dieselben Geschütze wie wir? Nee, hat er nicht. Gut. Nee, ach du Kacke. Aber er hat Lasergeschütze. Und Drohnen. Wieso hat er Drohnen? Ich will auch Drohnen. Ah, scheiße. Was ist los? Meine Steuerung war umgekehrt.
Ja, ich glaube, ich fahre einfach Kreise. Kai muss sich dran anpassen. Ich fand, der letzte Boss, es war aber schlimmer. Sofern der jetzt keine zweite Phase hat. Ja, wenn der nur so bleibt, dann ist der echt entspannt. Also der vorherige, der war wesentlich nerviger. Meint, heilen die Drohnen den? Ich glaube ja, grünes Heilung. Da hat der Laser gerade gute Arbeit gemacht, der hat gerade richtig viel zerstört. Ich dachte mir gerade, der Laser macht das schon weg vom Autoscharfschützen. Weil der kann ja Geschosse zerstören. Ja, die versuchen ihn zu heilen. Zumindest die Dinge heilen sie auch noch gegenseitig. Gut, dass ihr gerade so fliegt, dann brauche ich noch auf der einen Seite die ganze Zeit reparieren. Das ist angenehm. Hey, ich glaube, Kai freut sich nicht darüber. Dann sollen sich die Laser um die Drohnen kümmern, die können die besser außer Gefecht setzen, weil die mehr Schaden verursachen. Pseudo-Riesenschwalbe hieß das Ding. Also im Vergleich zu dem vorherigen Boss in dem ersten Gebiet war der richtig angenehm. Was glaubst du, wie Pseudo-Gegner aussehen, wenn sie nicht gerade die Gestalt von etwas oder jemand anderem annehmen? Gute Frage. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Genauso wie ein Irrwicht aussieht, wenn er... Ihr habt euch Multi-Boss nicht schon zu Ölliges Abenteuer abgeschlossen, aber das Multiversum ist noch nicht sicher. Es gibt noch viel zu entdecken und freizuschalten. Mehr folgt bald. Warte mal, ist das letzte Ding noch nicht freigeschaltet? Es sind doch drei Dinger hier bei Welt 3. Ja, wir haben hier irre lang gebraucht. Also bei YouTube schneide ich das ja ganz stark. Ein Bot ausgeschaltet. Wir hatten einen Bot? Hä? Was für ein Bot? Ich bin jetzt auch verwirrt. Aber hey, ich bin ein Vielflieger. Ich bin echt viel geflogen. Das Schlimme ist, ich habe mehr Zeit in der Station verbracht, als du geflogen bist. Ja, ich bin ja auch mal. Ich bin manchmal aufgestanden und habe Sunny beim Arbeiten geholfen. Ja, ich war einfach nur voll und habe in der Gegend rumgeballert. Du hattest Spaß. Die Gatling hat aber auch Spaß gemacht. Warte mal, ich muss jetzt einfach gucken. Doch, da ist er noch ein. Nee. Die ist gesperrt. Ah, okay, ja. Dann müssen wir da bis zum nächsten Update warten. Die skurrilen Welten, die sind jetzt nicht so interessant für euch. Das ist ja einfach nur der Speedrun-Modus. Also da gehe ich eventuell Oski nochmal rein und sammle eventuell nochmal ein paar Waffen. Einfach für das nächste Mal, wenn dann wieder ein nächstes Update kommt. No. Dieses Laserdingwerfer, ist das jetzt auch hier in der Liste? Meinst du die Gatling gerade? Seifengeschütz, Hamsterrad. Gatling? Nee, das ist ja. Das andere hieß ja anders. Achso. Laserstrahl? Nein. Superlaser? Nee, das ist doch nicht drunter. Das hieß irgendwas mit Stern. Provisorisch, auf was gehen wir denn schon mal fürs nächste Mal? Ich würde sagen, auf Schaden. Rüstung ist eigentlich mittlerweile gut genug. Oh, guck mal, Maximum! 150 ist Maximum, okay. Schaden ist schon mal auf Maximum. Jetzt kann nur noch die Höhle verbessert werden. Habe ich gerade einmal. Na gut, dann eben kurz noch gucken. Wir starten jetzt nicht, ich will nur das neue Schiff angucken. Es hat 4 Stationen, nicht 2. Okay. Ja, dann könnte man es auch mal nutzen. Jo. Roter Baron 1 heißt das Ding. Aber guck mal, es ist nicht besonders schnell. Wir hatten eigentlich gedacht, das wäre schneller. Es gibt nur ein schnelles Schiff. Ja, aber Mitte ist okay. Langsam ist doof. Mitte ist okay. Also ich kann ja nach der Aufnahme übrigens nochmal eben kurz auf deren Discord-Server gucken, wie die da mit dem Updates geplant haben. Die haben ja auch so eine Roadmap. Ich blende das dann einfach als Text nach für YouTube ein.
Und ja, momentan können wir da noch nicht weitermachen, aber wir können ja mal eben kurz in den Kodex uns noch angucken, was wir hier gerade gefunden haben. Also jetzt nicht hier, sondern. Also generell mal gucken, wie viel haben wir eigentlich schon. Also hier fehlen uns nur noch 7 Sachen. Das verstärkste Fenster, das nehmen wir auf jeden Fall mit, wenn wir es nochmal sehen. Energiekapseln hatten wir vorher noch nicht. Auch diese Löschfrucht. Das Ding hast du verdeppert. Ja. Bei den Charakteren steht ja immer so eine Hintergrundinfo beispielsweise. Kato ist genauso schlau wie faul. Er sucht lieber immer neue Wege, um nicht arbeiten zu müssen, anstatt einfach seine Aufgaben zu erledigen. Ey, das passt zu dir, Zani. Ey. Aber hast du doch wirklich. Du suchst nach Möglichkeiten, beispielsweise Fensterverschließungen, um weniger Arbeit zu haben. Weil das einfach nervig ist, wenn ich immer wieder Fenster öffne. Nico sind uralt. Sie sehen vielleicht aus wie normale Katzen, sind aber viel intelligenter. Sie stellen Leute, die sie treffen, gerne einfach so zum Spaß auf die Probe. Es fehlen uns auch nur noch 3 Charaktere eventuell. Dieser ist ein Händler, der im ganzen Universum umherreist, um Sachen zu finden und zu verkaufen. Manchmal sammelt er Ersatzteile, um riesige Roboter zu bauen. Das müssten wir eigentlich schon mal haben. Hier, diese Ma Statue haben wir beim letzten Mal gefunden noch. Eine wunderschöne Statue, das verstehst du nicht. Hier können sich kleine Gegenstände verstecken, Schlüssel zum Beispiel. Aber der Öffnungsmechanismus, der sie freigibt, funktioniert nicht, wenn die Statue beschädigt ist. Neopostmoderne, zeitgenössische Statue. Ja, okay. Das dreimal hintereinander sagen, ohne dir auf die Zunge zu beißen. Nein. Schlechte Kunst, schlechte Kunst, schlechte Kunst. Ich gehe ja auch hier durch den Kodex einfach mal eben Warte kurz mal. durch. Der Abfackler. Kannst du noch mal kurz ins Game zurück und dir mal die Schiffe angucken? Warte. Ich will nur, dass da alles abgehakt ist. Ach, du willst bei den Waffen gucken, ne? Hier, der Nein, Sternensprenger. bei den Schiffen. Also, ne, die Waffe gerade eben, die Bei hieß den Schiffen hat es Sternensprenger. schon ziemlich gut. Ja, du kennst die gut. Willst du die jetzt alle nochmal vergleichen? Das dachte ich mir nämlich. Wir müssen theoretisch dieses Level noch dreimal machen, wenn wir den Kodex vervollständigen wollen. Ach, du willst mit jedem Schiff einmal jedes Level machen? Der hat uns nämlich unser Schiff gerade, oder? Ne, warte. Doch, wir hatten das Schiff, ne? Ja. Gerade. Ja. Das heißt, wir werden wahrscheinlich das noch dreimal machen müssen, weil der Gegner uns kopiert. Unser Schiff kopiert. Der Endgegner in dem Level. Aber schießen wird er ja wahrscheinlich trotzdem genauso, wie er es vorher getan hat. Ja, aber wenn wir den Kodex vervollständigen müssen, meine ich, wenn wir auf 100% haben wollen, dann müssen wir das Level noch dreimal spielen. Das überlassen wir den Zuschauern. Ob und wann wir das machen. Also das Wann ist eher unser Ding, aber das Ob. Ja. Ey, die möchtest du auch in die Kamera gucken? Guck mal, ich habe einen guten Moment gerade gefunden zum Shoppen. Wenn ich rauszahle, dann stoppt immer das Spiel, das seht ihr nie. Ja, Leute, wenn euch der Part gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, sobald ein Update ist. Ich habe gerade eben wahrscheinlich ein Bild eingefügt, wo ihr sehen könnt, wie es mit der Roadmap aussieht. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao! Bis dann. Oh, yeah.